Das ist Patricia. Ja, sie steht vor einem richtigen Schätzchen, den es so nicht mehr gibt, einen Rollerteam Pegaso. Und wir haben den stolzen Besitzer bei uns. Ja, das ist der Dieter. Er kommt aus Bad Kreuznach. Das ist gar nicht so weit weg von dir, wenn man mal Hamburg als Maßstab nimmt. Ja. Ja, wir sind in Landau heute und sind bei Karatec und der Dieter kriegt einiges eingebaut. Ich grüße dich, Dieter. Hallo. Ja, du bist den weiten Weg von Bad Kreuznach hergekommen. Ja, es ging gerade so. Ja. Eine Stunde. Eine Stunde, gute Fahrt, ja. Schöne, freie Autobahn, ja. Das ist so. Das ist dein Schätzchen. Ich habe ja schon richtig gesagt, der wird ja so gar nicht mehr gebaut, oder? Nee, in der Form nicht mehr. Aber Rollerteam baut wieder einen integrierten, aber der sieht total anders aus und der gefällt mir überhaupt nicht. So, komm mal kurz mit, wir gehen mal kurz drum rum, dass wir den mal sehen. Was hat dir denn gut an dem gefallen? Der Platzangebot von drinnen und wir wollten uns einfach vergrößern. Der vorhergehende war auch ein Rollerteam, okay. Aber ein Teilintegrierten. Und jetzt war die Enkeltochter so weit, dass sie immer geschrien hat, Opa, ich muss mit. Opa, du bist schon Opa? Ja, bei 70 kann man langsam Opa werden. Du bist 70 Jahre alt, hier vorne drin, ja, es wird kräftig gewerkelt, denn das ganze Auto wird auseinandergenommen. Du bekommst einiges gemacht hier, wir sind nämlich bei Karatec und der Chef persönlich ist gerade neben dir. Ja, was kriegst du heute alles gemacht? Erstmal Solarverstärkung aufs Dach, weil ich Lithiumbatterien drin habe und die brauchen natürlich immer ein bisschen mehr Kraft, damit die auch mal voll werden. Ja. Und das nächste ist dann noch ein gescheites Radio, damit ich auch mal richtig Musik hören kann. Okay. Und da war ich von dem Sound, den man mir hier erklärt hat, so begeistert, dass ich gesagt habe, okay, das gute Teil nehme ich. Und dann Lautsprecher werden geändert und wie gesagt, also noch ein paar Leitungen verlegt und was so eben dazu gehört. Jetzt haben die dir das ja auch gezeigt hier, oder? Das heißt, was man alles machen kann. Ich war vor 2 Wochen war ich schon mal hier gewesen und da war die Beratung dementsprechend sehr gut, dass ich gesagt habe, okay, da vertraue ich demjenigen, dass er sagen kann, der dreht mir nicht irgendwas an, okay. Sondern auch, wo ich nachher hier wegfahre und sage, das war's. Hast du das Gefühl manchmal, dass gerade etwas älteren Menschen schon mal was angedreht oder dass es mal versucht wird? Das geht manchmal einfach häufig viel zu schnell oder was, weil man vielleicht nicht richtig hinhört oder überhört. Ja. Angebote oder was und dann achtet man gar nicht mehr auf die Feinheiten, die eigentlich dazugehören, wo man sagen kann, Moment, hinterfragen ist wichtig. Ja. Ja, und deswegen war mir das also jetzt auch wichtig, weil ich hatte es empfohlen bekommen auf einer Messe, die Firma hier in Landau und deswegen habe ich gesagt, okay, da muss ich unbedingt mal hin. Das habe ich natürlich auch gemacht und jetzt bin ich immer noch hier. So, da vorne ist der Chef, das ist der Harald Schäfer. Du kennst ihn nicht, oder? Nein, nein. So, ihr seid doch nicht verwandt, verschwägert irgendwie? Überhaupt nicht, nein. Das geht ja runter wie Öl, so ein kleines bisschen. Ich habe ihn draußen angehauen, muss ich dazu sagen. Ich habe ihn gefragt, ob er mir mal so ein Statement geben kann darüber, weil er kriegt ja einiges gemacht hier. Ja, genau. Ist das so, entspricht das so der Wahrheit? Das heißt, die Beratung ist möglichst ehrlich? Ja, unbedingt. Also das ist klar. Also wir gucken, was das Richtige für einen Kunden ist und verkaufen nicht das, was weg muss. Also und wir haben halt Auswahl, sodass wir dann die richtigen Produkte finden können. Aber so gut wie er hätte ich es gar nicht formulieren können. Also vielen Dank dafür. Super. Ja, denn er liebt wirklich die Technik, er macht das schon sehr, sehr lange und jetzt war die Beratung so, du hattest schon ein Radio so im Kopf, das du haben wolltest? Ich hatte mich im Katalog mal schlau gemacht, und aber da war eins dabei gewesen, war sehr gut, aber dann habe ich doch auf ein anderes zugegriffen, wo man mir dann erklärt hat, also das ist momentan wirklich das Beste, was mit auf dem Markt ist und diesbezüglich habe ich gesagt, okay, schmerzlich war es ein bisschen teurer, aber... Was hast du investiert ins Radio? Das Radio kommt, glaube ich, knappe 2. Okay, aber dafür hast du die nächsten Jahre Ruhe? Ja, Theorie. Ja, meine Lebensgefährtin, die natürlich sehr gerne Radio hört und die immer rumgedröhnt hat und hat gesagt, das Ding, was wir da drin haben, hast du mitgekauft, aber das geht gar nicht. Ja, ja. So, und dann der Klang war auch schlecht. Der ja. Klang, das Scheppern und Sender dauernd weg wegen Antenne in dem Fenster, im Seitenfenster, ist nichts. Deswegen bekomme ich auch eine vernünftige aufs Dach, wo ich sagen kann, da läuft mir der Sender nicht im Hunsrück oder in der Eifel auf einmal davon. Ja, das ist so, ja. Jetzt wird ja dein gutes Schätzchen wird ja komplett zerlegt. Hättest du gedacht, dass so viel Arbeit ist? Das hat man mir ja gesagt, dass ich eine Zeit lang da bleiben darf. Ja.
damit das gute Ding auch vernünftig fertig wird. Also ja, das heißt, du bleibst heute Nacht hier? Ich bleibe heute Nacht hier und morgen machen wir dann den Rest noch und dann die Erklärung natürlich, die Einführung in die Teile, die da alle neu dazugekommen sind, ist natürlich auch für mich wichtig, dass ich das damit auch umgehen kann. Nicht, dass ich nachher sage, okay, den einen Knopf habe ich nicht gefunden, die Drucktaste, die war gar nicht da oder so ähnlich. Ja, das ist ja nicht zu touristischen Zwecken hier. Das heißt, der kriegt es eingebaut. Ja, hier ist der Kollege, der kommt aus der Fraktion die Motorradgang. Nee, das ist hier bei euch, ist ja auch Maskenpflicht im Moment. Genau. Also wenn man eng zusammenarbeitet, macht das schon Sinn, dass man dann auch eine Maske auf hat, klar. So, wir halten natürlich die Abstände ein mit allen drum und dran. Ja, es ist schon immer wieder eine Herausforderung, so ein Auto zu zerlegen, oder? Ja, klar, jedes Mal aufs Neue. Man muss halt immer schauen, wo man irgendwie am besten irgendwas verlegt oder jede Installation ist halt anders. Ja. Jetzt ist hier die Aufgabe, war ja zunächst mal Solar aufs Dach oder er hat jetzt mehr Solar bekommen oder wie? Wir haben jetzt noch ein zusätzliches Panel drauf gemacht. Eins hatte er schon. Okay. Und ja. Okay, und ansonsten ist es okay gewesen, die Installation hier vorher? Ja, war okay. War okay. So. Hat man schon Schlimmeres gesehen. Haben wir schon Schlimmeres gesehen, das ist so, ja. Ich zeige mal gerade ganz kurz rein, dass man mal sieht. Also hier wird ja im Moment gewerkelt. Der Dieter hat schon gesagt, film nicht rein. Es ist im Moment, aber ich zeige mal gerade da vorne das Armaturenbrett. Hast du mal auseinandergenommen, oder? Das war der Kollege, der ist vorne zugange. Ich bin jetzt mehr hier für die Dachgeschichte zuständig und genau die Durchführungen. So, das Ganze muss ja später noch dicht werden. Der soll ja morgen ausgeliefert werden. Wie hat man die Möglichkeit, das dicht zu machen? Da seid ihr Profis. Also Sie sehen das hier, das ist so eine Dichtmasse. Ja. Die ist jetzt noch relativ weich, aber die härtet noch aus mit der Zeit. Und mit sowas dichten wir halt dann die Bohrungen, wo wir machen, in der Raumdicht mal damit ab. So, das heißt noch nie Probleme. So, das heißt, es sieht jetzt so aus. Wird das noch ordentlich gemacht? Ja. Ja, das war vorher schon so. Also was ich jetzt gemacht habe, ist hier die zwei Kabel, das ist das vom Solarpanel und habe einige Anschlüsse auch übernehmen können. Der Solarregler hier ist auch noch von uns, den alte vorher mal rausgeworfen. So, wir sagen mal nicht, wer das vorher eingebaut hat, denn es ist eine bekannte Firma aus Deutschland, die ganz viele YouTube-Videos macht. Okay, dabei wollen wir es mal belassen, aber das, ich sag mal, es sind viele Kabel. Sieht das so aus, wenn ihr das macht? Sieht es ein bisschen anders aus, oder? Ein bisschen aufgeräumter, ja. Okay, sehr schön. So, dann gehen wir mal kurz, ich will es mal so stehen lassen. Schön! Das heißt also, du kannst morgen dann vom Hof fahren, du kriegst jetzt nochmal was, du kriegst ein Radio neu? Radio neu, Solarpanel ist schon drauf und neue Leitungen werden verlegt, dass ich noch wie heißt das Teil jetzt wieder, weiß ich nicht, damit die Batterien noch voll werden. Ein Booster? Nee, den will ich nicht. Den willst du nicht? Nee, okay, das heißt, du kriegst stärker Leitung damit. Der Booster ist schon da drin und alles, das passt schon. Ja. So, da kommen wir gerade mit. Wir gucken uns das Schätzchen mal von vorne an. Hätte ich ihn gewaschen. Ja, Quatsch, das ist alles gut. Ein Ducato 130 Multijet, der Baujahr, was im Baujahr ist das? Der ist gekauft 2015. Wir haben den jetzt 5 Jahre. Ja. Ich war jetzt gerade am vergangenen Freitag zur Inspektion, Zahnriemenwechsel, auch teuer. Was kostet das? 16 mit Inspektion, 1600. 1600 mit Inspektion. So, der wird wann fällig, der Zahnriemen? Nach 5 Jahren bei Fiat Ducato ist es nach 5 Jahren fällig. Man sollte eigentlich auch die Intervalle dann einhalten. Ja. Nicht, dass wir dann in Spanien oder irgendwo stehen, gerissener Riemen und dann Motorschaden kaputt. Oder so ähnlich. Ja, vielen Dank, Dieter. Das heißt, du im Prinzip, du würdest nochmal herkommen? Bitte? Wenn du jetzt so im Prinzip erster Eindruck, ob du nochmal herkommen würdest? Auf jeden Fall. Okay. Erstmal wegen der Werkstatt, allein wegen der Beratung und vor allen Dingen das Personal sehe ich, wie die arbeiten und dann, das gefällt mir. Okay. Auch überhaupt keine Hektik, die Leute sind ruhig? Nein, ruhig und kein Druck, kein Drang oder irgendwas. Okay. Ja. Alles super. Ja, ich habe gesehen, du hast ein tolles Radio bekommen. Das ganz neue von? Alpine. Von Alpine, das haben wir nämlich gesehen. Und das werden wir uns jetzt mal angucken, denn wir gehen am besten mal rüber. Komm mal mit. Mhm. Vielen, vielen Dank, Dieter. Gerne. Erstmal so. Und jetzt brauchen wir ganz dringend die Patricia, denn die wird uns jetzt nämlich mal die Bedienung mal zeigen, wie intuitiv denn so ein Radio zu bedienen ist. Du bist aber auch immer fies, oder? Du hast gerade eben noch eine Vorlesung gehabt, ja, zwischendurch eine Online-Vorlesung.
So, du bist gerade aus der Vorlesung rausgekommen und da habe ich gedacht, komm, wir nehmen dich einfach mal. Du hast von nichts eine Ahnung. Du hast das Radio vorher noch nie bedient. Doch, also klar. Aber so ein Radio, also so dieses ganz neue Modell. Nee, das jetzt, das hast du noch nie gesehen vorher. Nee. Super, dann komm mal mit. So, dann holen wir kurz den Kollegen. Der wird nämlich uns gleich mal Gewehr bei Fuß stehen. Und da ist es. Das sieht aber schon richtig toll aus. Ja, das ist schön für dich. Das ist ja schon wie ein Tablet. So, mach's mal aus. Ich soll das jetzt ausmachen. Okay, ich würde jetzt einfach mal hier drauf drücken. Ja. Achso, weil da die Ausschalttaste war. Ja, genau. Du Fuchs. So, dann machst du mal an. So, der Kollege kommt gleich mal dazu. Hier kommt Kenwood. Und ja, es ist tatsächlich ein ganz großer Navisiva. Und so sieht's aus. Und das hat tatsächlich der Dieter bekommen, oder? Der wer? Der Dieter, der draußen steht. Sag ja. Ja, ja, ja. Okay, super. Stell dich mal kurz vor. Daniel, Schweizer. Ja, Daniel, du bist hier im Service quasi der Leiter, du berätst die Kunden, du kümmerst dich um die ganze Abwicklung. Dieter ist drin, er kommt aus Bad Kreuznach, macht jetzt Klick. Ja. So, er hat das Radio bekommen und okay. Wir wollten es einfach mal kurz zeigen. Ja. Und das ist die Patricia, die hat nämlich noch nie das Radio gesehen und wir wollten einfach mal so den ersten Eindruck mal testen. Du bist ziemlich begeistert von dem Ding, oder? Unbedingt, ja. Also wir haben schon viel gesehen, aber das Teil ist schon außergewöhnlich. Ja, das Display ist der Hammer, oder? Wie ein Tablet. Das Display ist geil, unbedingt. Lässt sich super toll bedienen, wie ein Tablet oder ein Smartphone. Also echt toll. Aber auch soundtechnisch, wo wir auch schon viel gehört und gesehen haben, kann echt beeindrucken. Unbedingt. Ist sogar ein DSP schon eingebaut. Was heißt denn das? Der digitale Soundprozessor kann dann verschiedene Equalizer-Parameter einstellen. Ich kann Laufzeitkorrekturen einstellen etc. Also unheimlich viele Möglichkeiten. Okay, das heißt, ich kann also selbst Lautsprecher, die nicht ganz so toll sind, noch ein bisschen aufbessern? Schon ein Stück weit, ja. Aber irgendwann ist dann Schluss. Aber er hat auch alle Anschlüsse. So, jetzt kommen wir mal kurz mit rein. Komm mal kurz zu mir. Yep. Dann beschreiben wir das mal. Ja, was kann man jetzt alles machen damit? Ich klär mich auf. Also ich habe jetzt noch nichts gemacht, das ist einfach angegangen. Ich hab noch nichts gemacht. Ja, weil ich wollte so diesen Überraschungseffekt noch haben. Also direkt kommen wir hier jetzt auf die DAB Plus Seite, da kann man dann das Radio wählen und okay. Ja, weiter. Das Menü. Also das Menü würde ich jetzt mal hier Home vielleicht drücken. Ja. Ah ja, siehst du, da hast du eine schöne Uhr. Ja, ist aber nicht das Menü. Das ist nicht das, ah nee, pass auf, nee, ich würde jetzt hier, das ist das Menü, oder? Das ist das Menü, was steht denn da alles? So, da kannst du Wireless Miring anmachen, Radio, Bluetooth, iPod, USB, HDMI, ja, cool, hat viele Funktionen. Okay, was ist denn das, Wireless Miring? Du bist jetzt hier Verkäuferin neuerdings. Ich glaube, damit kann man das Handy, wenn das ein Navigationssystem hat, darauf spiegeln. Ist das nicht irgendwie so? Also ich kann das Smartphone, das Android-basierende Smartphone, darauf spiegeln, mhm. Ja, für zum Beispiel Filme zu schauen, YouTube etc. zu gucken. Echt, das geht? Das geht, ja. Wenn es um das Thema Navigation geht, was du eben angesprochen hast, würde ich dann das Android Auto nutzen, beziehungsweise das Apple CarPlay, weil dann habe ich nicht nur das Handy gespiegelt, sondern kann das Handy, beziehungsweise das Smartphone dann komplett über den Monisiva auch bedienen. Ja. Also was direkt mal auffällt, ist es ohne jegliche Verzögerung, oder? Das heißt, man bedient es wie ein Smartphone auch. Ja. Oder hast du das Gefühl, es ist irgendwie zäh oder wie Gummi? Nee, also ich habe das Gefühl, das ist wirklich ein neuerwertiges Tablet, was ich hier vor mir habe, ja. Das Betriebssystem ist Android auch oder nee? Müsste ich euch jetzt anlügen, ich glaube nein. Nein. Das ist ein eigenes Betriebssystem. Kenwood baut gute Radios? Unbedingt, ja. Ja. Okay. Was direkt mal ins Auge sticht, man hat eine eigene Cam-Taste mit drin. Richtig. Das habe ich auch nicht bei allen gesehen. Ja. Das heißt also, ich kann direkt auf die Rückfahrkamera umschalten. Geht das? Das funktioniert, genau. Also während der Vorwärtsfahrt auch einfach mal auf die Kamera umschalten, damit ihr dann seht, was da hinten passiert. Ja, das hat keine Kamera angeschlossen, das ist aber nicht so schlimm. Geh nochmal kurz aufs Menü. So, warte, hier war das? Das Menü. Aber es gibt auch eine eigene Menütaste, oder ist es die da unten? Guck mal rechts, da. Da warte auf Mirroring, Screen-Funktion gleich am Smartphone aktivieren. Ja, kommen wir nochmal ganz kurz aufs Thema. Also das bedeutet, ihr habt eine Ausstellung, gerade eben Dieter war ja da, hat ja 2000 Euro knapp investiert in sein Radio, ist total gespannt auf morgen. Das heißt, dauert 2 Tage schon der Einbau, das hat er vorher gewusst. Also ihr habt ihn nicht überrascht, sondern ihr habt ihm schon gesagt, hier, das wird eine größere Sache, Solar drauf, Radio eingebaut, Subwoofer eingebaut, ein Soundsystem. Er hat gerade eben gesagt, das Alte hat so gescheppert und der Empfang war so schlecht. Das hast du oft, oder? Ja, ist der Klassiker, klar. Also scheppern, logisch, bei den originalen Lautsprechern, da vibriert dann irgendwann die Türverkleidung, denn die Lautsprecher kommen da recht schnell an die Grenzen, ja.
Und das ist auch hörbar. Das heißt also, selbst im günstigsten Volkswagen, Werksausrüstung, ist oft der Sound besser als im Wohnmobil. Das kommt mitunter vor, ja. Da habt ihr Lösungen dafür da. Oft ist es so mit dem neuen Gerät nicht getan. Das heißt also jetzt, der hat ja Power, sage ich jetzt mal hier, der Verstärker, der hier dabei ist, ich nehme an, der hat wahrscheinlich einige hundert Watt, die da rauskommen. Aber wenn ich natürlich keine Lautsprecher, keine richtigen habe, ja, dann kann ich noch das Beste tun. Ich brauche ein gutes Lautsprechersystem. Und das eine arbeitet eng mit dem anderen zusammen. Also du brauchst nicht unbedingt viel Leistung für einen guten Sound. Ja. Das mal vorneweg. So ein Radio hat 4x50 Watt Ausgangsleistung. Das reicht erstmal. Dann vernünftigen DSP-Verstärker dran, den vernünftig eingemessen, den Lautsprechern die Frequenzbereiche gegeben, die sie spielen können, und dann klingt es. Achso, du kannst bei einem DSP jedem Lautsprecher sagen, du kannst den Frequenzbereich, ja, zum Beispiel der Subwoofer macht nur Subwoofer, genau, die anderen machen nur ab, was weiß ich, 500 Hertz. Bereich und so weiter und so fort, genau. Okay. Ja. So, dann oft, ihr geht hin und rüstet auch noch Hochtöner nach. Die fehlen manchmal. Ist ab Werk ganz oft so, dass die Hochtöner da gar nicht vorhanden sind, sondern wirklich das Ganze nur aus der Tür unten rausspielt. Und wenn wir da einen zusätzlichen Hochtöner verbauen, dann kommt das Ganze eben weiter nach oben und klingt dann auch viel differenzierter, ja. Ich zeig mal gerade hier vorne, ihr habt eigene Lautsprechersysteme, die man nachrüsten kann. Hier vorne sieht man Koaxiallautsprecher oder hier gibt es ein Set, das ist für Fiat Ducato zum Beispiel. Dort habe ich einen Hochtöner und habe nochmal einen neuen Lautsprecher mit drin. Ist der hörbar, der Klangunterschied? Der ist deutlich hörbar, ja. Also das Kombosystem aus dem Mitteltieftöner, haben wir speziell für ein Fiat Ducato gemacht. Plug and Play, entsprechend abgestimmt. Und das klingt schon deutlich, deutlich besser als das originale System. Ja, das nächste, die Stufe wäre. Ist das jetzt nötig, jetzt noch einen DSP-Verstärker zu nehmen bei dem neuen Radio, was wir da haben? Oder kann man den weglassen? Naja, was heißt nötig? Also meines Erachtens nach schon, weil durch das Bassmodul nehmen wir eben den Lautsprechern in den Türen den anstrengenden Part, sodass die Befreiter aufspielen können, und du erzeugst halt durch das Bassmodul ein deutlich, deutlich angenehmeres Grundvolumen. Mhm. Also das Ziel ist da nicht eine rollende Disco draus zu machen, aber doch für ein ordentliches Grundvolumen zu sorgen. Okay, das heißt, ich habe dann ein Sounderlebnis wie im, sag mal, 5er BMW. Gerade in den, ich sag mal, Limousinen ist ja ein Klangerlebnis drin. Wenn ich dann umsteige aufs Wohnmobil, dann falle ich in ein ganz tiefes Loch. Das habt ihr öfter, oder? Das haben wir öfter und ändern wir auch gerne, ja. Ist das, also möglich ist es. Erinnert mich so ein bisschen wie früher dran, in den 80ern, 90ern. Da hat jeder im Prinzip Radios nachgerüstet. Das ist bei Wohnmobilen jetzt fast normal, oder? Dass die Leute da noch ein bisschen nachbessern? Ja, vor allem halt beim Sound, wo wir gerade bei sind, ja, weil der Sound halt wirklich, wirklich übel ist. Und da kann man durch relativ wenig Aufwand, wenig materiellen Aufwand, da wirklich einen tollen Effekt erzielen. Ja, ich habe bei mir im Morello Alpine System drin, Alpine Lautsprecher, 4 Stück. Dann habe ich die mal eingestellt am Anfang ohne DSP, habe dann mal 2 Stunden rumgemacht. Der Sound war schwierig, das hat man dann auch erkannt, hat gesagt, okay, man kann das auch stark verbessern, aber den meisten langt das. Das ist so. Das heißt, ihr habt auch eine spezielle Kundschaft, die sagt, das langt mir nicht? Ja, durchaus, klar. Man muss immer davon ausgehen, was stellt derjenige für Ansprüche. Wie du sagst, für viele reicht das. Für denjenigen, den es nicht reicht, bieten wir die passende Lösung an. Super. Ja, ihr seid auch Erstausrüster. Ihr beliefert viele auch mit Haltern, mit Fernsehern. Man sieht es hier vorne. Also die meisten werden Karatec kennen von diesen Wohnmobilhaltern, die entweder nachgerüstet werden. Ihr habt spezielle Halterungen entwickelt. Da kann man sogar Fernseher drehen. Wenn du den mal kurz drehst, sei mal so lieb. Nicht, dass man denkt, das wäre so, sondern der kann einfach praktisch von der platzsparenden Funktion in die Betriebsfunktion dann gedreht werden. Und das sind so eure Klassiker, mit denen ihr praktisch so den Markt ich sag mal, seit Jahren und Jahrzehnten schon bedient. Genau, da ist im Prinzip für jede Variante eine Lösung mit dabei, ob das jetzt ein kleiner, kurzer Halter sein soll oder wirklich was Ausladendes, Schwenkbares, um 180 Grad schwenkbar, für jeden was mit bei. So, auch das Alarmthema, das bedient ihr? Ja, unbedingt. Ganz großes Thema, ganz große Nachfrage, denn die Sicherheit steht immer im Vordergrund beim Kunden. Ne? Habt ihr auch die Möglichkeit, via Ducato Schließsachen nachzurüsten, das heißt auch mechanische Sicherungen in einem, wenn er sagt, er kriegt eine neue Alarmanlage, das Blech kommt auch noch rein? Also wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, er möchte eine Alarmanlage eingebaut haben und er hat einen Brickstop mit bei, dann bauen wir immer einen Brickstop ein. Daran soll es nicht scheitern. Das ist so, damit man mit einem Schraubendreher, glaube ich, kommt man rein, genau, sonst. Richtig, ja. Das ist so. So, ja, prima. Das bedeutet, wir sind in Landau. Du bist praktisch die eierlegende Wollmilchsau. Du kümmerst dich so ein bisschen um den Service, machst die Beratung mit dabei und hilfst den Leuten so ein kleines bisschen ehrliche Beratung zu liefern. Der Dieter hat eben gemeint, ihr habt euch Zeit gelassen, ihr habt keinen Druck gemacht, das war alles sehr ruhig.
Ist das jetzt so ein Verkaufstrick oder ist das grundsätzlich bei euch so? Das hat nichts mit Verkaufstrick zu tun. Für uns steht ganz klar im Vordergrund, für den Kunden das passende System zu finden. Mhm. Der Kunde kommt zu uns, hat bestimmte Vorstellungen von dem, was er braucht und was er gerne möchte. Und wir zeigen ihm, was an Produkten seinen Ansprüchen entsprechend entspricht. Ja. Sehr schön. Ja, ich bedanke mich. Ja, wenn ich jetzt Interesse habe, du bist kein Schauspieler, du arbeitest wirklich hier? Unbedingt, ja. Okay. Dein Name? Daniel Schweizer. Ja, Daniel Schweizer von Karatec. Und du bist normalerweise hier in diesem Büro quasi drin. Aber vorsichtig, nicht aufgeräumt. Nee, ich filme auch nicht rein. Warte, ich guck mal kurz rein. Gut. Ja, ist doch ganz normal so. Und das heißt, du bist dort drin. Öffnungszeiten, wenn ich hierher komme, wie sind die? Montags bis donnerstags 8 bis 17 Uhr und freitags sind wir bis 15.30 Uhr am Start. Am besten anrufen vorher. Termine, Terminierung, wie termingenau seid ihr, wenn es denn fertig ist? Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Dieter sagt, es wird morgen fertig, wird es morgen fertig? Definitiv, ja. Also wir können vieles ziemlich genau einkalkulieren, sodass wir den Termin dann auch halten. Ja. Super. Ja, ich bedanke mich vielmals bei dir. Danke. Patricia, wir haben heute viel gelernt, Thema Beratung, was auch ziemlich cool ist. Es ist nicht bei weitem nicht so überfüllt, wie wir das bei vielen anderen Händlern haben. Das haben wir auch schon gemerkt. Also wo das Thema Corona und Wohnmobile natürlich eingeschlagen ist wie eine Bombe. Jetzt muss man sagen, man muss auch wissen, dass es Karatec in der Form gibt, weil viele kennen sie ja nur von diesen Wohnmobilhaltern, wo wir ja schon viele ausprobiert haben, den einen oder anderen auch nicht rausbekommen haben auf Anhieb, ja. Aber dass die so viel machen, hast du es gewusst? Nein, also überhaupt nicht. Ich kannte es jetzt auch nur von der Messe, von ab und zu, wo du gesagt hast, ah ja, die Fernsehhalterung, die ist von Karatec, aber mehr konnte ich damit auch nicht anfangen. Also super. Ja, aus Landau, Patricia Pickert, stellvertretend. Und wenn Sie Interesse haben, ja, am besten mal vorbeikommen mit Karatec, einfach mal anrufen, das Leitschildern und vielleicht haben Sie ja demnächst auch einen neuen Subwoofer oder was auch immer drin. Danke, tschüss.